Ja, hallo und willkommen zu einem Flohmarkt-Pickup-Video. Ja, Flohmarkt-Video jetzt im Dezember. Wir haben den 1. Dezember und ihr könnt sehen, es schneit, hat bei mir geschneit. Es schneit momentan nicht. Sonne ist schön da, aber es ist eiskalt. Schnee ist überall auf den Straßen und Eis. Ja, und bei mir gibt es nicht so viele Hallenflohmärkte, deswegen, ja, Flohmarkt würde nur draußen stattfinden und es findet momentan nicht wirklich was statt, gebe ich ehrlich zu. Aber für mich gab es eine andere Art Flohmarkt. Was ich da gefunden habe, das seht ihr. Was für eine andere Art Flohmarkt meine ich wohl. Ja, also erstmal Flohmarkt. Bei mir gibt es jetzt noch am 3. Dezember einen Flohmarkt oder zwei in meiner Gegend. Ob die wirklich besuchenswert ist, kann ich nicht sagen. Vor dem Schnee, den es gerade draußen gibt, hat es geregnet viel. Ich habe keine Ahnung, ob der stattfindet. Ich wege es ab. Wenn das Wetter gut ist, gehe ich einfach hin und mal sehen, ob ich was finde. Aber ich habe mir gedacht, wo kann ich sonst noch hingehen? Und durch Zufall gab mir einer einen Tipp. Oder ich gehe doch mal ins Sozialkaufhaus. Ja, hört sich komisch an, aber ist so. Ich bin in zwei Sozialkaufhäusern gewesen. Das eine hatte sich ergeben, weil das direkt bei mir beim Kino war. Ich war im Kino, habe einen Film gesehen, hatte ein bisschen Zeit davor und dachte ich, das Sozialkaufhaus, geh da mal rein. Ja, und dann bin ich dann so in der Buch- und Medienabteilung gewesen und auch ein wenig fündig. Ja. Und ich merke gerade, zwei Sachen habe ich hier gerade nicht hingelegt. Die blende ich euch jetzt gleich ein. Beim ersten Sozialkaufhaus oder bei dem, wo ich war, gesucht habe, habe ich noch zwei DVDs gefunden. Nein, nicht DVDs, Blu-rays gefunden. Die habe ich jetzt eben, habe ich hier gar nicht hingepackt. Und zwar einmal Operation Kingdom und Ich, Du und Andere mit Owen Wilson. Wenn ich den Titel jetzt richtig im Kopf hatte. Die beiden habe ich gefunden, habe ich aber irgendwie hier vergessen gerade auszupacken. Passiert, wie dem auch sei. Ich habe dafür andere schöne Sachen, die ich euch jetzt direkt gleich zeigen werde. Ja, also wie gesagt, ich bin in dem Sozialkaufhaus gewesen, erstmal in dem, das sich spontan bei dem Kino ergeben hat und dann habe ich geguckt und was findet sich da? Ja, als erstes habe ich ein Buch gefunden und ihr wisst, wenn ich bei Büchern gucke, dann gucke ich verschieden, drei Fragezeichen so, aber ich habe ein Disney-Buch gefunden. Dieses wunderbare Bella Bianca Buch aus dem Jahre, ich glaube 77 oder 78. Also zum Kinofilm, wenn ich das richtig jetzt, ich blätter noch mal rein. Von beiden Sozialkaufhäusern, ich werde nicht die Preise einzeln sagen, aber ich habe 25 Euro komplett bezahlt. Also es war echt nicht viel. Beim ersten habe ich, glaube ich, 10 gelassen, beim zweiten 15 und das ist alles akzeptabel. 76, 77, also hier ist das 77 rausgekommen, 76 ist es in Amerika. Und das gibt sozusagen in Kinderbuchform die Geschichte wieder. Plus vielen schönen Motiven als Bilder, auch richtig toll. Und ich finde, das ist auch ein wunderschöner Film, beziehungsweise er ist auch gruselig, spannend. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, in einer Wiederaufführung, weil 76 war ich zu jung fürs Kino. Auf jeden Fall, das Buch gab es für 1,50 Euro. Bei Bianca finde ich immer wieder sehr, sehr kultig. Und wenn ich dazu von Disney überhaupt was finde, nehme ich sowas gerne mit. Ja, und bei dem Bella Bianca sollte nicht mal bleiben, denn ich guckte dann bei den Schallplatten. Und was finde ich da? Die Bella Bianca Hörspielrollen. Also wie gesagt, ich habe bei dem, was ich jetzt hier als erst 10 Euro bezahlt, ja, das hier hat, glaube ich, 2,50 Euro gekostet. Hier auch schön mit Motiven und Texten. Es ist auch ein bisschen mehr Musik dabei. Es ist mehr so ein Musikhörspiel. Also sehr verkürzt, habe ich das Gefühl. Wenn ich bedenke, welche großartigen Sprecher damals mitgesprochen haben. Bernhard war Gerd Dufner, die Stimme, die Ernie hatte, die klassische. Ich meine, er ist verstorben inzwischen, das ist schade. Dann der eine Helfershelfer wird von Arnold Marquis gesprochen. Arnold Marquis, eine großartige Stimme. Ganz alte Bud Spencer-Filme, da war er Bud Spencer-Stimme. Also unvergessen. Harald Junke hat mitgesprochen, auch eine großartige Stimme. Und naja, Entertainer, Deutschland, ein großer deutscher Entertainer, Komiker und auch kleiner Schauspieler, kann man ja sagen. Dann, wen habe ich hier noch? Klaus Miedl. Sagt vielen gleich gar nicht so viel, aber mir sagt natürlich was. Als Zweistein in der Hörspielreihe. Jan Tenner war dabei, aber er hat auch viele Bösewichter gesprochen. Captain Future, da war er der Herrscher von Megara, der Bösewicht. Also richtig cool.
und noch andere Stimmen, die garantiert vom Hören her kennt man sie. Richtig toll, ist auch eine, wie gesagt, sehr besondere Geschichte. Und hier habe ich jetzt diese deutsche LP mit Musik und Hörspiel. Ist natürlich gekürzt gegenüber dem Film. Einziger Haken dabei, ich meine, ich habe 2,50 Euro bezahlt dafür, also wo sie angeschlagen, ich habe, glaube ich, wir haben ein bisschen weniger berechnet im Gesamten, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, aber ich habe, glaube ich, 2 Euro bezahlt maximal dafür. Und da ja, ist ein Kratzer drauf auf der LP, so wollte ich das sagen. Ein Kratzer leider, ein tiefer, ist egal. Für mich ist es Deko, für mich ist es Erinnerung. Somit ist der Preis auch super schmerzend von 2 Euro oder 2,50 Euro. Ich weiß nicht mehr, irgendwas wurde gegengerechnet und so weiter. Deswegen, ja, lässt sich das sehen. So, was gab es weiterhin? Nee, bleiben wir bei dem Kaufhaus, abgesehen von den beiden Blu-rays, die ich jetzt ja nicht hierbei habe, die ich nachher nochmal hier zulegen werde, wenn ich einen Gesamtüberblick zum Abschluss bringe, habe ich 2 Computerspiele gefunden. Beziehungsweise mein Bruder war auch dabei, der hat nur ein Spiel gefunden, das hat er in einem Schrank entdeckt. Und zwar hat er gefunden, und das wollte man, glaube ich, 3,50 Euro haben, Wo auf der Welt ist Carmen Sandiego? Hier ist wohl mehr nach der Zeichentrickserie. Ist ein Suchspiel, was es schon damals auf dem NES und auch auf dem Heimcomputern gab in den 90ern. Auch richtig interessantes Game. Das habe ich so noch nicht gesehen. Kommt ganz normal mit Modul und Handbuch. Alles top, sehr schöner Zustand. Also, ich habe es noch nicht reingespielt, aber ja, sieht man nicht alle Tage. Und dann haben wir gedacht, komm, nehmen wir mit. Ich habe dann noch bei den Games, das war wirklich nicht viel, war viel FIFA und so weiter, es war viel liegen geblieben. Aber was ich gefunden habe, ich glaube 2,50 Euro angeschlagen, Prototype, dieses Spiel, und zwar in der PEGI-Version, kommt in sehr gutem Zustand, komplett mit Handbuch. Ja, habe ich einfach so mitgenommen. Genau, und dann war ich bei einem Sozialkaufhaus bei mir in der Nähe, das ist bei mir in meiner Arbeit. Und dann habe ich gedacht, komm, geh mal spontan vorbei, vielleicht findest du was. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, aber habe dann ganz kurz ein bisschen geguckt. Filme und so weiter waren jetzt nicht wirklich da, was ich schon hatte. Und ja, ein bisschen gesucht. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, aber dann habe ich bei den CDs gestöbert. Das erste, was ich finde, ich habe bei 1 Euro angeschlagen, Captain Future, die Maxi-CD von Phil Fultner. Habe ich bereits, aber Captain Future, wenn ich mal was finde, egal was es ist, das kann ich nicht liegen lassen. Das kann ich einfach nicht liegen lassen und musste ich mitnehmen. Und dann bin ich das Regal durchgegangen, wo auch die Games waren, PC-Games und auch ein paar PlayStation 2-Spiele. Und ich habe da ein paar Spiele gefunden. 3 Spiele habe ich jetzt hier gefunden und man wollte dafür, glaube ich, je 1 Euro haben oder so. Oder 1,50 Euro, mehr habe ich nicht bezahlt. Und sind für PC, aber es sind halt Sammelstücke und sind halt, findet man nicht so häufig mit der. Und zwar 3 Harry Potter Spiele. Und zwar Der Gefangene von Azkaban, auch in einem Top-Zustand. Auch CD, alles top. Und hier, und Der Orden des Phönix. Auch hier Handbuch, alles dabei. Wollen wir mal ein bisschen auseinandernehmen, damit ich das ein bisschen besser präsentieren kann. Und Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, und auch hier alles kompletto dabei. Handbuch und Code zum Einlösen und so weiter. Teilweise brauchte man einen CD-Key sozusagen. Alles dabei und für den Preis. Ja, und es sind ja Gesammelstücke und deswegen habe ich sie auch mitgenommen mittlerweile. Findet man auch nicht mehr alle Tage. Ja, und dann waren noch 2 PlayStation, 2 Spiele, die ich gefunden habe, die ich jetzt gar nicht in der Sammlung hatte. Eins habe ich mal gefunden gehabt, ohne CD, da habe ich mal sozusagen nur Handbuch und Cover mitgenommen, aber diesmal ist es komplett. Es ist zum Film Der Anschlag, Some of All Fears von Morgan Freeman und Ben Affleck. Keine Ahnung, wie das Spiel ist, aber im Endeffekt für, ich glaube, 2 Euro habe ich einfach gesagt, komm, nehme ich es mit. Auch sehr schöner Zustand. Machen wir mal so. Und das letzte, was ich gefunden habe, ist 24 The Game. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, auch für 2 Euro, auch alles komplett. Sehr schöner Zustand. So, und da habe ich gedacht, das nehme ich mit. Und das war sozusagen das, was ich jetzt gefunden habe,
auf einem etwas anderen Flohmarkt. Ja, verzeiht mir das Wortspiel. Ja, weil sonst gibt es jetzt ja nicht so viel. Ich versuche mal ein bisschen zu gucken und das war jetzt spontan. Und es ist ja wie Flohmarkt, die Preise sind okay. Man tut auch noch eine gute Sache im Endeffekt, weil das, was dort eingenommen wird, das basiert ja auf Spenden, geht dann den Menschen, die Hilfe brauchen, zugute. Und das im Endeffekt, ich tue was für, habe was für meine Sammlung dazugefügt und anderen wiederum was Gutes getan, indem ich das, was umgesetzt wurde, ja, oder das Geld wird den Menschen zugutekommen. Ja. Ansonsten, das war es gewesen sein. Für dieses etwas andere Flohmarkt-Pickup. Lasst es mich wissen, was fandet ihr von richtig schön und was, ja, was ist euer Highlight? Für mich kindheitsbezogen die Bern und Bianca Sachen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es mich wissen, wie ihr es findet. Da sind Platz für Kommentare. Da ist ein Button für Liken. Abonnieren auch und darüber freue ich mich sehr. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.